Liebe Schwestern und Brüder, wir grüßen euch aus der Gemeinde Neudietendorf zum Sonntag nach Pfingsten, dem 7. Juni 2020. An diesem Sonntag hätte der Gottesdienst zu Beginn unserer Synodaltagung stattgefunden. Die Predigt soll ein Zeichen der Verbundenheit innerhalb unserer europäischen Brüdergemeinde sein. Gottes Segen sei mit uns allen. Das Wort der Heiligen Schrift, das wir jetzt zu uns reden lassen wollen, steht im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Amen. Liebe Gemeinde, dieser Text hat mir immer unerhört viel bedeutet. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Er fiel mir ein, als ich vor 20 Jahren gebeten wurde, zum Begräbnis eines Freundes die Ansprache zu halten. Mein Freund hatte das gelebt. Er wusste, was es heißt, mitzuleiden. Wissen wir es? Vielleicht denken wir noch an unsere Schwestern und Brüder in Albanien, die vor einem halben Jahr von einem schweren Erdbeben heimgesucht wurden. Und in diesem Jahr haben sie in der Corona-Krise damit begonnen, täglich Essenspakete an 200 Familien zu verteilen, die von Hunger bedroht sind. Vielleicht denken wir noch daran, dass unser Altenpflegeheim bei Emmaus in Niesky vor 2 Monaten schwer durch das Coronavirus betroffen war und noch ist. Über 40 Bewohner wurden positiv getestet, dazu auch über 20 Mitarbeiter, die von jetzt auf gleich in Quarantäne geschickt wurden. Die Karwoche war für alle in Emmaus dermaßen herausfordernd, wie man es sich kaum vorstellen kann. Es ist gut, wenn wir uns berühren lassen. Wir können nicht an alles und an alle gleichzeitig denken. Aber wenigstens in unserer kleinen Kirche dürfen wir uns als Schwestern und Brüder miteinander verbunden wissen. Unter diesem Thema sollte die diesjährige Tagung unserer Synode stehen, zu der wir Neudietendorfer euch gern hier bei uns begrüßt hätten. Verbunden. Und das gleich dreisprachig verbunden, verbunden, connected. Nun ist sie abgesagt worden. Wir sollen uns nicht treffen, damit unsere zwischenmenschliche Begegnung nicht die Krankheit verbreitet und damit wir nicht selbst krank werden. Die direkte Begegnung, die uns bereichert und die uns lebendig macht, wird
zur Gefahr. Isolation erscheint als Ausweg. Aber wir brauchen einander. Das spüren wir schmerzlich. Die Verbundenheit ist ein hohes Gut. Hören wir unter diesem Aspekt noch einmal den Anfang unseres Predigttextes. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wir sind verbunden durch den Geist Gottes. Wir sind miteinander verbunden als sterbliche Menschen. Wir sind verbunden mit der ganzen Schöpfung in einem großen Ganzen. Wir sind verbunden mit allen Christen. Wir sind verbunden mit euch, den Schwestern und Brüdern innerhalb unserer Brüdergemeinde. Nun stehen wir aber weltweit vor großen Herausforderungen. Wie wir diese Verbundenheit ausgestalten, wird darüber entscheiden, ob wir diese Herausforderungen bestehen und ob der notwendige Transformationsprozess gelingt. Die große Kreativität, die die Corona-Krise freigesetzt hat, ist für mich ein Grund, zuversichtlich zu sein. Ein verlässlicher und tragender Grund ist aber vor allem der uns zugesagte Heilige Geist. Und wie verbindet uns der Geist? Ich glaube, da können wir ganz viel nennen. Ganz vorn das Gebet und das Hören auf Gott. Dann schriftliche Nachrichten, Übersetzungen und die Kommunikation untereinander, offen, klar, gewaltfrei und gleichberechtigt. Das ist manchmal schwerer, als es sich anhört, und geht am besten, wenn jede und jeder sich darum bemüht. Auch ich habe in meinem Dienst als Gemeinhelfer da viel hinzulernen müssen. Das Bild des Leibes Christi macht deutlich, wie wichtig gute Kommunikation ist und wie gravierend die Folgen von Kommunikationsstörungen sind. Wenn im menschlichen Körper zum Beispiel Nervenleitungen unterbrochen sind, fehlen die nötigen Informationen. Es entstehen Wunden und Verletzungen. Gute Kommunikation heißt vor allem wahrnehmen und hören auf Jesus Christus und auf die Schwestern und Brüder. Und dann selbst, jeder mit seiner Gabe und seiner Aufgabe, das tun, was dem gesamten Leib Christi dient und ihn lebendig erhält. In der Corona-Krise spüren wir, wie uns auch virtuelle Begegnungen im Internet bereichern. Das lässt sich weiter ausgestalten, zum Beispiel durch Videokonferenzen oder durch Online-Gottesdienste. Für mich besonders eindrücklich die Grüße aus aller Welt bei den Neugnadenfelder Wohnzimmergottesdiensten und jetzt zu Himmelfahrt beim Gottesdienst der Direktion mit Grüßen aus den Niederlanden, Deutschland, Tschechien, Dänemark und Schweden. In unserer Hymne Herz und Herz vereint zusammen singen wir: Er das Haupt,
wir seine Glieder. Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Das ist das, was wir vor ein paar Tagen zu Pfingsten gehört haben. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Die Vielfalt ist unser Programm. Ja, ich würde sogar sagen, die Vielfalt ist unsere Daseinsberechtigung. Vor 8 Jahren hat unsere Synode das in unser Leitbild geschrieben. Auf den ersten Blick denken wir vielleicht, aber das haben wir doch immer gelebt in unserer Geschichte. Graf Zinzendorf hat einst einer schwarzen Sklavin, die aus dem Gefängnis entlassen worden war, die Hand geküsst, nachdem die beiden ersten Missionare zu den Sklaven auf den westindischen Inseln gegangen waren und damit das furchtbare System von Sklavenhaltern auf der einen Seite und Sklavinnen und Sklaven auf der anderen Seite durcheinander gewirbelt hatten. Gut, dass sie es durcheinander gewirbelt haben. Aber inzwischen wissen wir, dass zur ganzen Wahrheit auch dies gehört. Die Brüdergemeinde hielt auch selbst Sklaven. Auch dies gehört zu unserer Kirchengeschichte. Mit aller Schuld, mit allen Irrtümern. Das macht uns demütig, aber hoffentlich auch sensibel für heute. Gott hat Freude an Vielfalt. Das lässt sich in unserer Kirche ganz unmittelbar erleben. Das fordert uns aber dazu heraus, offen zu werden und ihn um ein weites Herz zu bitten. In dieser Gewissheit sind wir durch seinen Geist miteinander verbunden, verbunden, connected. Als Schwestern und Brüder in Christo. Lasst uns das auch in dieser Zeit leben. Gebe es Gott, dass wir auf diesem Weg weiterhin gemeinsam unterwegs bleiben, uns die Freude erleben dürfen, uns auch wieder direkt begegnen zu können. Vielleicht auf der Synode im Jahr des Herrn 2021. Amen. Heute, wo wir das Video aufnehmen, ist Pfingstsamstag, der 30. Mai. Ich danke unserem hiesigen synodalen Bruder Konrad Burkhardt für die Aufnahme. Ich lese zum Schluss ein Segenslied, das ihr in euren Alltag mitnehmen könnt. Segne und behüte uns nach deiner Güte. Herr, erheb dein Angesicht über uns und gib uns Licht. Schenk uns deinen Frieden alle Tag hienieden. Gib uns deinen heiligen Geist, der uns stets zu Christus weist. Amen, Amen, Amen. Ehre sei dem Namen unseres Herrn Jesus Christ, der der Erst und Letzte ist.